Markus Wege mit der 35. Episode zu Affinity Photo am iPad. In diesem Tutorial möchte ich zeigen, wie man kleine störende Elemente aus einem Bild rausretuschieren kann. Das funktioniert hier im iPad ebenso gut wie in der Desktop-Version. Ich zoome mal hier in das Bild hinein, indem ich den Kompass öffne und gehe hier mal auf 200%. Und da das Handwerkzeug aktiv ist, kann ich das auch hier mit dem Stift oder mit dem Finger verschieben. Dann wähle ich als nächstes beim Stempel, also standardmäßig ist hier Klonen aktiv, und wenn ich hier drauf tippe, dann öffnet sich dieses Menü und ich kann einen Wechsel machen zum Stempel. Standardmäßig oder voreingestellt war hier, als ich hier reingegangen bin, das wird jetzt einfach sehen, die Härte auf 0 gestellt. Größe brauche ich, glaube ich, etwas größer. Nein, das passt ganz so gut. Ich möchte einfach den Durchmesser des Pinsels etwas größer haben als hier. Und hier funktioniert das jetzt natürlich mit dem Pen deutlich besser, wie wenn ich das mit dem Finger versuchen würde. Das erste Störelement ist weg, fehlt noch das zweite. Einfach rüber markieren, nach Möglichkeit nicht unnötig viel. Ja, hier in diesem Bereich scheint mir das Ergebnis nicht so hundertprozentig gut geworden zu sein. Auf der anderen Seite, wenn ich das nicht weiß, jemand, der das nicht weiß, wird das kaum sehen. Ich kann ja nochmal versuchen, hier etwas nachzubessern. Auf diesem Bereich hier. So. Aber wie gesagt, das, wenn ich das zurückgehe in die 100% Ansicht, da los, die beiden schönen Elemente sind raus und keiner hat es gesehen.